Hallo, wertes Volk! Herzlich willkommen zurück bei Wildlife Park 2. Und gerade eben wurde ein ganz besonderer Leopard geboren, ein schwarzer. Nicht nur einer, zwei. Nice. Da muss der andere jetzt hin? Da hinten. So. Hier ist was schiefgelaufen. Nein. Da ist Fisch drin. Du musst nur Fisch essen. So. Ich wollte jedenfalls gerade Gepardenbabys verkaufen. Und Leopardenbabys verkaufen. Okay. Sehr schön. Jedenfalls haben wir jetzt Fettkohle. Wir könnten jetzt überlegen, so langsam mal einen Forscher anzuschaffen. Aber wir waren hier noch dabei. Jetzt mal, wie ich das schön aussieht. Dann will ich hier eine Fotobox. Dann will ich hier... Was ist das? Ein Pflanzenhaus. Ein Turm. Und Eis. Creme. Und natürlich auch normales Essen und Trinken und Toiletten. Toiletten dürfen nicht fehlen. So, dann... Natürlich, nee, erst will ich halt echt die Eichen. Nee, da muss eine Deko, da muss eine große Deko in die Mitte. Das ist zu groß, das ist zu groß. Das ist zu klein. Das ist wahrscheinlich zu groß. Hier diese Hütte, genau. Und dann will ich da nochmal... Zwei Lebenseichen. Und jetzt will ich da noch ein paar Bänke. So, gefällt mir. Jetzt verkaufen wir noch ein paar Landleguane. Richtig. Und Tigerbabys. Und Ponybabys. So. Jetzt haben wir echt langsam Fettkohle. Was ist euer Problem? Der Boden ist... Warum ist euch der Boden zu weich? Weil ihr da vorne rumlungert, wo Gras ist. Wartet, wartet, wartet. Stellt euch bitte noch ein bisschen dümmer an. Danke. So, jetzt baue ich aber einen Forscher. Hier habe ich Gene. Ich glaube auch nur da. Ja, dann baue ich den da rein. Ach nee, 100. Da muss noch eine Stelle mehr hin. Okay, also sparen wir weiter. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch noch nicht Panda-Zeit. Was stellen wir denn jetzt auf? Also hier würde ich dann, glaube ich, weitergehen. Quasi bis hier rüber. Und dann quasi wieder zurück. Weil hier soll ja auch noch was durchgehen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt bauen wir erstmal hier weiter. Also wenn ich nicht wüsste, dass die Eisbären... Das ist ein bisschen arg groß, das Gehege, ne? Da kriegen wir zwei Gehege raus. So. Rückgängig.
erstmal Tierpfleger. So. Um ihn dann so zu bewegen. Weil dann kann man nämlich hergehen. Tö. Quasi den Tierpfleger. Nee, ich will den Dompteur daneben haben. Ja. So, dann gehen wir nämlich her. Und sperren die beiden ein. So. Und machen hier jetzt zwei Tiergehege draus. So hätte ich jetzt gesagt. So. Orang-Utan ist trächtig. Trainingsstufe 1. Okay. Hier machen wir auf jeden Fall nicht die Eisbären rein. Was können wir sonst machen? Schimpansen, Gorillas. Ja. Ja, machen wir Affen. Was willst du essen? Grünfutter, Früchte, Gemüse. Oh, Gemüse haben wir auch noch nichts, ne? Mach mal Pause. Ich habe, glaube ich, kein Gemüse, ne? Ja. Mhm. Grünfutter, Früchte, Gemüse war es, ne? Grünfutter, Früchte, Gemüse. Mehr Gefährten und Wasser. Gehen wir einmal hier gucken, auch wie sehen denn die Fischvorräte aus. Fisch haben wir genug, können wir stoppen. Grünfutter produzieren wir jetzt wieder. Früchte können wir noch erstmal lassen, Gemüse müssen wir auf jeden Fall produzieren. Korn reicht auch noch, Fleisch ist noch okay, Bambus brauchen wir noch nicht, Wasser reicht. So. Hört auf euch zu prügeln. Springen, Hangeln, Klettern, Kampfspiel. Springen, Hangeln, Klettern. Springen sind die Steine, ne? Zack, zack, zack und zack. Springen. Ja, da kommen wir gleich zu. Springen haben wir. Hangeln haben wir. Klettern haben wir. Kampfspiel machen die selber. Hügelland. Ja. Ach halt, erst brauchen wir noch ein Trainingsgerät. Ihr kriegt die Trommel. Jetzt können wir uneben machen. Bodenhärte 30 bis 50, das heißt, sie kriegen jetzt Torf. Natürlich wie immer jibbe Torf. Und ja, ich lasse das jetzt so klein, damit ich es nachher nicht wieder kleiner machen muss. Außerdem glaube ich, dass dieses kleine Ding viel eher in diese hügeligen Ecken kommt. So. Sieht gut aus, oder? Gemüse. Hangeln? Hangeln ist da drüben. Jetzt hangelt die andere. Leopard ist trächtig. Shetland-Pony ist trächtig. Komodo-Waran. Ah ja, sehr schön. Komm weg. Und können wir alle löschen. So, jetzt müssen wir natürlich noch mehr Tiere holen. Wie viel brauchen wir denn? Herdengröße 3. Das heißt, wir holen uns noch ein Weibchen.
Oh, Krokodil ist trächtig, super. Gepard ist trächtig, super. Läuft. Was tust du da eigentlich? Geh mal darüber. Und du auch. So, jetzt möchte ich aber noch was anderes kurz bauen. Hier, glaube ich, macht sich das gut. So ein bisschen abseits der Zuschauer. Jetzt machen wir hier so hinter Ziegelsteinmauer, dann finde ich es auch. Wir sparen Geld, indem wir Trainingsgegenstände wiederverwenden. Und das ist quasi jetzt ein Lager für Trainingsgeräte. Wir fangen bei den Ponys an. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, auch Stufe 2. Dann kommt. Ich kann es nicht verschieben. Ernsthaft jetzt? Ich hasse es. Okay. Ich kann es nicht verschieben. Ihr pimpert, das ist schön. Stufe 3. Stufe 3. Kann ich auch nicht verschieben. Okay, hat sich nicht gelohnt mit der Mauer. Jetzt war diese blöde Mauer halt Geldverschwendung. 4, 5, 5. Ja, dann mal das da. Nilkrokodil-Eier. Ihr, wartet, du bist auch fertig? Ja, dann kann das weg. Dann kriegt ihr ein Stufe 2. Nilkrokodil-Eier kommen weg. Und das kann weg. So. Ihr habt noch nicht wirklich. Doch, du bist Trainingsstufe 1, aber du noch nicht. Was ist dein Problem? Hallo. Komm, Spieler. Ja, gut, da kann ich dir nicht helfen. Ihr seid schon Trainingsstufe 1. Okay, dann könnt ihr auch das nächste haben. Was ist das da? Wie ist es mit euch? Eins und eins und weg. Auch Trainingsstufe 2. Aber dann sind wir jetzt, glaube ich, durch erstmal. Genau. Trächtig. Trainingsstufe Junge bekommen. Und weg sind die Ponys. So. Ja. So, wir sind jetzt bei. Wir haben jetzt wieder Geld natürlich für Trainingsgeräte ausgegeben. Wie ist denn der aktuelle Stand? Durchschnittliche Trainingslevel 2 von 4 ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Muss kurz was trinken. Wir brauchen noch. Schimpansen, Grizzlybären, Pandas, Eisbären, Pumas, Säbelzahntiger, Steppenzebras. Da wir für die Eisbären ein Kühlgerät brauchen, würde ich die nicht da reinpacken. Sondern hier vielleicht die anderen Zebras. Wo sind nochmal die anderen Zebras? Hier, ja, dann können wir da die Zebras auf jeden Fall reintun. Können wir einen Fußgängerweg hier rüberziehen? So. Machen wir da die anderen Zebras rein. Grünfutter. Hier was zu trinken. Hört mal auf, den Boden zu essen hier. Laufen. Mineralien brauchen die noch. Und mehr nichts. Der Rest läuft. Und dann machen sie noch ein Trainingsgerät. Kriegt da eine Glocke. So. Gefährten. Wie viele? Oh, sechs. Super. Wie lange tragen die denn? Brauche ich drei Männchen?
Die tragen 12 Monate. Nee, dann lieber nur zwei Männchen. Bin jetzt blind? Wo waren die? Da. Und zweites Männchen und eins, zwei, drei Weibchen noch. Leopardenbabys. Sellout. Trächtig. Leopard hatten wir schon. Nee, da sind noch mehr. Und Landleguan Eier. Die Babys haben wir verkauft. Trainingsstufe. Gravy-Zebra-Babys. Aber den Rest haben wir, glaube ich, verkauft. Ja, wir haben 100% Tierglücklichkeit. Das haben wir nicht, wenn wir Neugeborene haben. Das Baby ist doch aber schon weg, oder? Ja. So, wir waren dabei, hier noch mal mehr Futtertröge und so zu errichten. Mehr Wasser, mehr Futter und noch mal einen Stein für Mineralien. So. Next Step. Hier Eisbären. Das können wir wieder wegmachen. Oder macht Eisbären ja, vielleicht auch. Vielleicht erstmal das Kühldingen aufstellen und dann die Eisbären. Das macht kühl, ne? Also ab hier quasi. So. Dann können wir das hier wieder. Ja, das ist ja nicht wie in Wildlife Park 1, wo die Umrandungszoommauer so massiv war. So. Wir gucken nochmal. Passt ungefähr. Jetzt will ich aber auch diese große Eishütte hier. Große Eishöhle, kleine. Nee, große. Große. Das muss, glaube ich, in die Mitte, wenn das kühlen soll. Dann habe ich jetzt gerade Geld verschwendet. So. Männchen, Weibchen. Fleisch und Fisch. Fleisch und Fisch. Und was zu trinken kriegt er auch, ob er es wollt oder nicht. Wasser, Fleisch, Fisch, laufen, schwimmen, kratzen. Viel Wasser brauchen wir jetzt. Okay. Mal gucken, ob das klappt. Kratzen. Kratzen brauchen wir noch. So. Das brauchen wir noch. Was braucht ihr denn für einen Boden? 80 bis 90. 80 ist, glaube ich, echt das Härteste, was ich habe, ne? Okay.
gucken wir hier am Rand, aber auch, damit nicht wieder gemäkert wird wie bei den Komodowaranen. So, jetzt braucht ihr eigentlich nur noch ein Trainingsgerät. Und jetzt können wir Tierbabys verkaufen. Bengalische Tiger gibt immer gut Kohle, Komodowarane. Ja, ein bisschen was. Kann alles weg. So. Setzen wir hier. Ja, hier ist halt so, endet dann. Und dann geht es hier wieder zurück. Jetzt kommt hier als nächstes hier so. Will ich hier, wie viel habe ich denn von diesen Häuschen? Na? Wo die halt reingehen können. Sowas könnte ich halt jetzt auch noch, oder sowas. Wäre noch eine Idee. 1, 2, 3, 4. Mache ich hier jetzt mal nicht noch eins hin? Nilkrokodil ist trächtig, okay. Aber wenn ich so Sachen baue, ist halt auch die Kohle weg, ne? Das ist halt der Nachteil. Ja, hier kann ich ein bisschen Grünzeug gleich hinstellen. So. So. Dann kommt hier die Tür hin und natürlich ein Tierpfleger. Und ein Tiertrainer. Und ja, was stellen wir rein? Schimpansen, Grizzlies, oder? Grizzlies. Ja, machen wir Grizzlies. Grizzlies wollen auf jeden Fall Fleisch. Und was zu trinken. Fisch weiß ich nicht. Ich setze jetzt erstmal rein. Flup und flup. Früchte und Fisch noch. Okay. Früchte und Fisch. Was wollte er sonst noch so? Hügelland. Laufen, klettern, schwimmen. Schwimmen auch. Moment. Ich mache kurz auf Pause, weil hier oben gerade schon wieder Boom, Boom, Boom reinkommt. Laufen, klettern und kratzen. Kratzen und klettern und trommeln. Und den Rest machen wir hügelig. Ja. Also ganz ehrlich, das mit dem hügelig gefällt mir nicht. Das hat mir besser gefallen. Ah, da brauchen wir nicht noch mehr. Das ist gut. Hui. Ah ja. Hat mir ehrlich gesagt besser gefallen in Wildlife Park 1. Nilkrokodileier sind weg. So, Orang-Utan-Babys sind weg.
Trächtig, 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 trächtig. Kann ich alles löschen. So. Weiter geht's. Jetzt könnten wir noch mal nach den Trainingsstufen gucken. Gepard ist trächtig. Steppenzebra ist trächtig. Du bist Stufe 3. Du auch. Du auch. Du auch. Du auch. Dann kommt das weg und wird ersetzt durch das da. Trächtig. Wie sieht es hier aus? Noch nichts und noch nichts. Hier ist auch gar kein Tiertrainer, ne? Kommt hier mal noch ein Tiertrainer hin. Die Shetland-Ponys sind schnell, meine Güte. Da kann ich gleich nochmal hingucken. 4. Und du da. Auch 4 kann weg. Zwei und zwei und weg. Ihr kriegt den Dreier. Wie sieht's hier aus? Die Mizis sind jetzt drin. 2 und 2, dann kann das weg. Kriegt auch einen Dreier. Und du bist fertig, du bist fertig. Das kann auch ersetzt werden. Da ist ein Goku. Ich sehe es gerade ganz schlecht. Geh du mal da weiter nach hinten. Du bist fertig und du noch nicht. Ja, dann vielleicht mal noch nicht. Du bist damit fertig. Du. Nee. Nee, der Gorilla noch nicht. Ihr trommelt noch fleißig. Wie ist es hier? Ja, lass mal lieber. Hier ist auch noch nichts. So. Aber die Shetland-Ponys dürften bis jetzt auch schon wieder fertig sein. 4, 4, 4, 4, 4. Genau. Kriegt ihr jetzt nämlich noch dazu zum Drüberspringen? So. Jetzt gucken wir nochmal. Trainingsstufe trächtig. Trainingsstufe, 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 Trainingsstufe. Eier. Eier weg. Alle löschen. So. So, und zack, ist die nächste Folge schon wieder vollwertes Volk. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht. Ich kann euch leider noch nicht allzu viel Neues bieten. Wir sparen noch immer auf die Forscher. Dann geht's ab. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer der gerade steht. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir weiter unsere Tierliste abarbeiten.